Das ist nicht der richtige Ort, um Ball zu spielen. Seid vorsichtig, sonst macht ihr noch etwas kaputt. Warum lasst ihr nicht den Ball und schaut euch das Museum an? Ihr seid doch beide Dinosaurier-Fans. Paps, was ist denn mit dir los? Alles in Ordnung? Kinder, wisst ihr, was los ist? Ein Laster? Ein Hoverboard? Ein Karussell? Brokkoli? Ein Überraschungsei? Ein Feuerlöscher? Guter Versuch. Aber ich glaube, jetzt ist sie noch wütender. Versuche mal, sie mit einem Blitz zu blenden. Kinder, was glaubt ihr? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um die Mumie zu erschrecken? Nein, Groovy! In einen Dinosaurier! Und was haben wir heute gelernt, Kinder? Bälle gehören nicht ins Museum. Ist der Sonnenuntergang nicht wunderschön? Groovy! Sieht ganz so aus, als wolle Phoebe auf den Jahrmarkt. Weißt du, was das ist? Los, schau mal aus dem Fenster. Das wird dir sicher gefallen. Los, Phoebe, das schaffst du. Oh nein, Phoebe hat nur 4 Entchen geangelt, brauchte aber 5 davon. Naja, keine Sorge, Phoebe, das hast du toll gemacht. Haha, im Ernst? Ich glaube nicht, dass ihr ihn austricksen könnt. Vorsicht, Groovy. Du bist zu klein für diese Attraktion. Da wird dir bestimmt schwindelig. Haha,
armer Groovy, ich hatte dich gewarnt. Hey, Phoebe, wo ist denn das Karussell? Oh, nicht traurig sein, Phoebe. Groovy kann uns sicher helfen. Groovy, warum verwandelst du dich nicht in ein Karussell, damit Phoebe und die anderen Kinder Spaß haben können? Nein, Groovy, es sieht eher so aus wie diese Eisbude, aber mit Pferden. Nein, Pferde, auf denen die Kinder im Kreis reiten können. Und jetzt, los geht's! Hallo, Phoebe! Und hallo, Groovy! Wow, was baut ihr denn da? Ein Baumhaus. Wow, das macht Spaß. Das sieht ja toll aus. Du bist der Beste. Wisst ihr, was lustig wäre? Es ganz bunt anzustreichen. Das ist echt hübsch. Ist das Baumhaus schon fertig? Wollt ihr es uns zeigen? Tada! Oh, aber Kinder, unser Baumhaus ist ja gar nicht auf einem Baum. Aber Groovy kann uns helfen. Groovy, verwandle dich in einen Kran. Toll! Sind wir auch in euer Baumhaus eingeladen? Juhu! Und wie lautet euer Passwort? Was ist denn Groovy? Keine Angst, das ist nur Schokolade. Gerade rechtzeitig, Phoebe. Anscheinend mag Groovy nur Gemüse. Da sind Papa und Mama und sie sehen sehr zufrieden aus. Warum wohl? Herzlichen Glückwunsch, Phoebe. Du warst in der Schule sehr fleißig. Wir sind stolz auf dich. Du warst auch sehr brav, Groovy. Wow, ein Videospiel. Klar, Mühe wird immer belohnt. Viel Spaß damit, aber spielt nicht so lange, ja? Wow, Phoebe, es scheint dir wirklich zu gefallen. Aber Groovy findet es nicht so toll. Brokkoli. Mittagessen. Volle Bäuchlein. Ich finde es super, dass euch das Gemüse so schmeckt. Psst, Groovy, mache keinen Lärm und denke daran, spiele nicht allzu lange mit der Konsole. Groovy, du spielst schon viel zu lange. Du solltest es ausschalten. Wow, Groovy, großartig. Was ist passiert? Naja, macht nichts. Bau es wieder auf. Das ist ja spannend. Wie
Wer ist das? Ist das Enderman? Pass auf, er will alles zerstören, was du gebaut hast. Oh nein! Pass auf! Nein! Schneller! Los, Groovy, du kannst es schaffen! Groovy, ich glaube, du hattest einen Albtraum. Es ist wirklich nicht gut, so lange zu spielen. Videospiele sollten immer nur in Maßen gespielt werden. Oha, hier ist die Fangemeinde wohl zwischen Real Madrid und FC Barcelona gespalten. Wenigstens hält sie die Liebe zusammen. Kinder, wo stecken Groovy und Phoebe nur? Arme Phoebe, das ist bestimmt eine schwere Entscheidung. Kinder, was könnte sie nur tun? Tolle Idee! Verflixt, diese Schere funktioniert nicht so gut. Groovy, magst du ihr nicht helfen? Ist das nicht spannend? Oh nein, Groovy, pass auf! Sie denken, dass du es wirklich bist. Lauf schnell! Was für ein schöner Tag, um eine Sandburg zu bauen. Wow, das ist ein schöner roter Schmetterling. Pass auf, Groovy! Oh, Groovy, du hast Phoebes Burg zerquetscht. Dabei war sie so schön. Phoebe, nicht ärgern. Das war bloß ein Unfall. Warum bauen wir nicht eine super Sandburg? Eine, die noch schöner und viel größer ist. Paps, erstellst du einen Bauplan für uns? Schaut, so wird unsere Burg aussehen. Ist das nicht cool? Die wird ganz schön groß, aber eigentlich besteht sie nur aus drei einfachen Figuren. Der Unterbau ist ein Rechteck. Es hat vier Seiten, zwei kurze und zwei lange. Die Türme sind quadratisch mit vier gleich langen Seiten. Und die Dächer sind dreieckig, denn sie haben nur drei Seiten. Groovy, Phoebe, habt ihr Lust, diese Burg zu bauen? Auf geht's! Laut Pops Plan ist das Erste, was gebaut wird, ein großes Rechteck. Welche dieser Formen ist das Rechteck? Kinder, könnt ihr Phoebe und Groovy helfen? Sehr gut, Kinder. Das ist ein Rechteck. Das Spielzeug-Feuerwehrauto ist auch rechteckig. Laut Pops brauchen wir jetzt Quadrate. Welche dieser Formen ist das Quadrat? Kinder, wollt ihr uns helfen? Gut gemacht, Kinder. Das ist ein Quadrat. Würfel sind übrigens auch quadratisch.
Jetzt ist es einfach. Es ist nur noch eine Form übrig. Und zwar das Dreieck. Dreiecke sehen aus wie die Musikinstrumente, die man Triangel nennt. Daran kann man sich leicht erinnern, hm? Toll! Die Super-Sandburg ist fertig. Groovy, bitte hör auf, so schräg zu spielen. Sonst fängt es noch an zu regnen. Oh oh, gleich regnet es. Nicht, dass unser Schloss kaputt geht. Wir müssen was unternehmen. Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. In was könnte sich Groovy verwandeln, um die Burg zu retten? In eine Sparbüchse? Ein Stoppschild? Oder in einen Pavillon? Genau, Groovy muss sich in einen Pavio verwandeln, um die Burg zu retten. Super, Groovy, du hast die Sandburg gerettet. Und Phoebe und Pop sind auch nicht nass geworden. Wiedersehen, ihr Wölkchen. Ups, jetzt seid ihr doch nass geworden, Groovy. Kinder, bauen wir weiter Burgen mit den Formen? Super! Kinder, helft ihr uns, jedes Spielzeug mit seiner Form zu verbinden? Welche Form gehört zu diesem Laster? Ein Rechteck, gut! Was ist mit diesen Würfeln? Ein Quadrat, prima! Und das Dreieck? Das ist einfach, oder? Das Musikinstrument, die Triangel. Nein, Groovy, nicht schon wieder. Bitte. Oh, wollt ihr etwa an den Strand? Das ist ja großartig. Und was habt ihr dabei? Einen Sonnenschirm. Ein Badetuch, Sonnencreme, Schwimmflügel, Sandspielzeug, ein Gummitier? Prima! Ihr habt auf jeden Fall alles dabei, was man für einen lustigen Tag am Strand braucht. Brokkoli? Einen Heizkörper? Einen Mantel? Groovy! Diese Sachen brauchst du am Strand doch gar nicht. Warte, Groovy. Zuerst solltest du dich eincremen. Du willst doch keinen Sonnenbrand bekommen, oder? Schau, so wie Phoebe. Oh, das macht bestimmt Spaß. Was ist das denn? Ein Haifisch? Oh, zum Glück nur ein Delfin. Delfine sind sehr freundliche Tiere. Warum spielt er nicht mit ihm? Ich glaube, da ruft euch jemand zu.